Die letzten Jahre hatte es mit der C-Krise angefangen, dem Ukraine-Konflikt, ab Ende Februar und der damit verbundenen Energiekrise wirklich in sich. Und dazu hat sich durch die ungeheure Geldmengenausweitung im Dollar, aber auch im Euroraum nun eine deutlich spürbare Inflation festgesetzt, die an den Vermögen der Bürger zehrt. Und letztes Jahr ging es dann auch noch an den breiten Aktien- und Immobilienmärkten steil bergab. Die Popgruppe, kennt der ein oder andere, Karat, sang ja in einem ihrer größten Hits einmal von 7 dunklen Jahren, die es zu überstehen gilt. Und dieser Metapher zufolge liegt im Juli diesen Jahres zumindest schon mal das Ende der ersten Halbzeit in Sichtweise. Ob 7 Jahre insgesamt ausreichen, um das dunkle Tal zu durchschreiten, oder ob wir mit einer Verlängerung rechnen müssen, das kann jeder nach dem heutigen Video selbst beurteilen. Auf 3 Ebenen, die unser tägliches Leben betreffen, hat sich die Gemengelage nämlich ganz besonders zugespitzt. Und es gilt in diesem Jahr ganz besonders, sich aus den Klauen der Konzernmedien zu befreien und das eigene Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Was ich ja schon seit Jahren sage, aber dieses Jahr ganz besonders. Und wenn das auch dein Ziel ist, dann schau dir mein heutiges Video unbedingt bis zum Ende an, denn ich verrate dir, auf welche 3 Themenfelder du besonders Augenmerk legen solltest. Außerdem gebe ich dir eine Strategie an die Hand, welche dich definitiv ruhiger schlafen lässt als die breite Masse der Bevölkerung. Und wenn du darauf Lust hast, dann freue ich mich ganz besonders auf die nächsten Minuten. Und nach einem kurzen Intro geht es wie immer los. Ja, ich möchte mit euch über 3 Hauptrisiken sprechen, welche aktuell eine akute Bedrohung für dein Vermögen darstellen. Wie versprochen, verrate ich dir aber auch, wie du dein Geld gegen den zunehmenden Währungsverfall und andere Systemrisiken langfristig schützen kannst. Steigen wir also ein mit dem Thema Nummer 1. Die Notenbanken ziehen die Zinsen weiter an. Sowohl die Fed in den USA als auch die EZB haben letztes Jahr erstmals seit vielen Jahren die Leitzinsen wieder deutlich angehoben. Offizieller Grund war die hohe Inflation von teilweise über 10% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Und während die USA einen Zins von 4 bis 4,5% erreicht hat, sind die Leitzinsen der Eurozone erst in Anführungszeichen auf 2,5% angehoben worden. Und weitere Zinsschritte sind sowohl von der Fed als auch von der EZB für 2023 angekündigt worden, wenn auch in einem langsameren Tempo. Ja, und das birgt vor allem, wie gesagt, in der Eurozone die Gefahr, dass neue Finanzierungsprobleme für die eher schwächeren Länder auftauchen und da die EZB gleichzeitig auch die Anleihenkäufe massiv reduzieren will. Und was die EZB jetzt bräuchte, das wären daher eigentlich neue und wirtschaftlich starke Mitglieder. Ob Kroatien als neues Mitglied die Eurozone wirklich stärker macht, darf bezweifelt werden. Aber auch für die breiten Aktienmärkte sind höhere Zinsen in Zeiten einer beginnenden wirtschaftlichen Rezession und damit sinkenden Unternehmensgewinne alles andere als gesund. Der Aktienindex S&P 500, der die Aktien der 500 größten börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen umfasst, sowie der globale Aktienindex MSCI World, sind letztes Jahr fast 20% gefallen und beim DAX steht ebenfalls ein Minus von gut 12% zu Buche. Das zweite große Risiko, welches dein Vermögen aktuell akut bedroht, die Energiekrise in Europa. Und da sind wir schon beim zweiten Thema. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wurde in der EU der Kauf von fossilen Energieträgern aus Russland, vor allem Erdgas, schrittweise durch die westlichen Sanktionen und die russischen Reaktionen darauf reduziert. Mittlerweile zumindest offiziell fast eingestellt. Ja, den Schaden trägt vor allem Deutschland und ich erinnere daran, dass auch Saudi-Arabien einen Krieg im Jemen führt, weshalb wir weiterhin Erdöl aus Saudi-Arabien kaufen. Er schließt sich mir bis heute nicht. Die mysteriösen Anschläge auf die Nord Stream Pipelines haben auch ihren Anteil daran, dass die Energieversorgung in Europa bis auf weiteres prekär bleibt. Ich drücke mich da mal
ja, vorsichtig aus. Und Sparprogramme und teils enorme Kosten für Erdgas sind die Folge. Und auch wenn derzeit genügend Reserven sowie die Sparbemühungen und ein milder Beginn des europäischen Winters das Risiko einer Energiekrise in Europa verringert haben, könnte der aktuell extrem kalte Winter in den USA für einen Rückgang des Angebots von US-Fracking-Gas führen. In diesem Fall könnte es in Europa doch noch zu einer akuten Gasmangellage mit Abschaltungen von energieintensiven Industriebetrieben oder sogar zu den allseits gefürchteten Stromabschaltungen in Teilen der EU, den sogenannten Brownouts, kommen. Ein Szenario, welches die österreichische Verteidigungsministerin Claudia Tanner übrigens schon in naher Zukunft für durchaus realistisch hält. Sie warnt sogar ausdrücklich vor unkontrollierten Blackouts, vor allem wenn der Konflikt in der Ukraine noch weiter eskalieren oder sich sogar noch ausweiten sollte. Komme ich zum Risiko Nummer 3, welches dein Vermögen derzeit akut bedroht. Der Bauzins- und Hypothekenschock am Immobilienmarkt. Als Reaktion auf die Leitzinsanhebungen der Zentralbanken sind die Hypothekenzinsen weltweit in die Höhe geschossen. In den USA ist der einjährige Hypothekenzins bei variablen Darlehen auf sage und schreibe 5,6% gestiegen und hat sich somit mehr als verdoppelt. Auch bei uns haben die Zinsen für 10-jährige Baudarlehen mittlerweile ein Niveau von ca. 4% erreicht, wenn man bedenkt, von wo wir kommen. Und das wirkt vielen bereits geplanten Bauprojekten endgültig die Luft ab, welche bereits im Vorfeld unter verstärkter Materialknappheit aufgrund gestörter Lieferketten auf der Kippe standen. Viele private Haushalte stehen bald auch mit dem Rücken zur Wand, nämlich dann, wenn es um die Anschlussfinanzierung für das Eigenheim geht. Und die betroffenen Haushalte müssen mit einer erheblichen Erhöhung der fälligen Hypothekenzahlungen rechnen. Ist aber auch klar, ich sag mal, wenn ich heute für 500.000 gebaut habe oder auch teilweise mehr, was ich teilweise mitbekommen habe, die letzten 5, 6 Jahre und teilweise auch davor, je nachdem, wie man dann finanziert hat, die ersten laufen aus nach 5 Jahren und ich soll dann plötzlich 2 oder 2,5, vielleicht sogar 3% mehr Zinsen zahlen und das wissen wir ja alle, dass gerade am Anfang weniger getilgt wird. Es geht ja immer meistens viel Geld in die Zinsen erstmal. Und dann sind natürlich auch noch Restverbindlichkeiten da von 500.000 unter Umständen. Und 2% auf 500.000 Euro, ja gut, das sind über 800 Euro monatlich mehr Belastung. Das könnte dann schon bei dem einen oder anderen eng werden. Und was natürlich hier erschwerend logischerweise noch dazu kommt, in Zeiten von ohnehin schon hoher Inflation und einer globalen Rezession mit steigenden Arbeitslosenzahlen und massenhafte Zahlungsausfälle und Zwangsversteigerungen sind meiner Meinung nach dadurch quasi vorprogrammiert. Wie ihr sehen könnt, gibt es auch in diesem Jahr und darüber hinaus genügend Risiken, die den Wert, also die Kaufkraft eurer Ersparnisse drastisch weiter reduzieren werden und auch Vermögen dadurch akut bedrohen. Und selbst die Chefin der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, hat deutliche Worte für die Situation, in der wir uns befinden. Wörtlich sagte sie, ich zitiere, wir sind als Land ärmer geworden und irgendjemand muss diese Rechnung oder muss die Rechnung bezahlen. Und mit irgendjemand meint Frau Schnitzer im Übrigen uns alle. Denn auf irgendeine Art und Weise muss wohl jeder dran glauben und der eine mehr und der andere weniger. Wer sich mit den ganzen Themen beschäftigt, der weiß, was ich meine. Und wenn du zu denjenigen zählen möchtest, die weniger dran glauben müssen, dann rate ich dir dringend, dich mit dem Mechanismus der Umverteilung zu beschäftigen. Beschäftige ich insgesamt mit dem Geldsystem und die Umverteilung findet nämlich nicht zum ersten Mal in der Geschichte statt. Und du wirst außerdem feststellen, dass eine bestimmte Gruppe von Leuten gerade in diesen Zeiten immer wohlhabender wird, während die Masse zum Teil alles verliert. Und wie du kostenfrei an diese wertvollen Informationen kommst, das erfährst du in wenigen Augenblicken. Was mich auf jeden Fall interessiert, welche der drei genannten Risiken betrifft dich persönlich am meisten und welche ist deine ganz persönliche Strategie, um dich daraus ein Stück weit zu befreien? Auf deinen Kommentar bin ich wirklich sehr gespannt und ich freue mich übrigens schon darauf, bald wieder ein spannendes Video zu machen, in dem ich konkret auf eure Fragen eingehen werde. Ja, außerdem weise ich auf ein exklusives Live-Event hin,
welches definitiv noch im Januar online stattfinden wird. Und darin stehe ich euch live für eure Fragen zur Verfügung und ihr erhaltet ungefiltertes Expertenwissen aus der Praxis. Und wenn ihr wissen möchtet, mit welchem konkreten Portfolio ihr euer Vermögen zumindest nach meiner Überzeugung absolut krisensicher machen könnt, dann dürft ihr diesen Termin nicht verpassen. Alles, was ihr dafür tun müsst, tragt euch einfach nur unterhalb von dem Video in meinen Newsletter ein. Und wenn dir die Informationen aus diesem heutigen Video weitergeholfen haben, dann teile auch diese wichtige Information in deinem Netzwerk. Noch hat man die Möglichkeit, hier zu reagieren, und einige nutzen schon die Möglichkeiten, informieren sich, ja, bilden sich da weiter, haben auch ein Bewusstsein entwickelt, aber viele da draußen, ja, die denken, es geht alles munter so weiter und irgendwann gibt es nochmal wieder eine Finanzspritze. Aber wie gesagt, beschäftigt euch einfach mit dem Thema und bildet euch in dem Bereich weiter. Mehr kann ich an dieser Stelle auch nicht empfehlen. Ja, ich wünsche euch alles, alles Gute im Jahr 2023. Seid auf der Hut. Ja, viele Grüße hier aus Eichenzell, euer Daniel Sauer. Wenn du in diesen Tagen dein Vermögen wirklich sicher und langfristig rentabel anlegen willst, dann höre bitte die nächsten 3 Minuten sehr gut zu. In der jüngeren Geschichte war die Gefahr, alles zu verlieren, noch nie so hoch wie gegenwärtig. Auf der anderen Seite die Chancen, um sein Vermögen nicht nur abzusichern, sondern überdurchschnittlich zu vermehren, waren ebenfalls selten so hoch wie derzeit. Das klingt für dich paradox? Ich kann dir sagen, dass dieser Prozess bereits unzählige Male in der Menschheitsgeschichte vorgekommen ist. Es handelt sich hierbei um die große Vermögensumverteilung, welche immer dann stattfindet, wenn sich das Ende eines Finanzsystems ankündigt. Du hast doch sicher auch schon davon gehört, dass gerade eine massive Umverteilung von Vermögen stattfindet, in der die Masse der Menschen einen Großteil ihres Vermögens verliert und eine andere Gruppe, nennen wir sie einfach mal die Hochfinanz, einen überdurchschnittlichen Zuwachs von Vermögen erfährt. Wenn du jetzt wissen möchtest, wie diese Umverteilung in der Praxis funktioniert, dann bleib einfach dran, denn in diesem Video erhältst du genau diese wichtige Antwort. Wir haben auf der einen Seite die Unternehmen und Konzerne, auf der anderen Seite die Masse der Menschen und in der Mitte haben wir die Regierung sowie die Notenbank. Die Regierung leiht sich gigantische Summen bei der Notenbank und kauft davon beispielsweise aufgrund einer Pandemie Impfstoffe und Masken. Wo kommt das Geld der Notenbank an? Natürlich bei den Pharmakonzernen und den Herstellern von Masken. Wer profitiert? Natürlich die Teilhaber an diesen Unternehmen. Oder es bricht ein Krieg in Europa aus. Die Regierung beschließt, 100 Milliarden Euro an Schulden aufzunehmen, um Panzer bauen zu lassen, um neue Gewehre zu bestellen, um Kampfjets in den USA zu kaufen und so weiter. Wo kommt das Geld an? Natürlich bei den Rüstungskonzernen sowie den Herstellern von Gewehren. Und wer profitiert? Natürlich die Teilhaber an diesen Unternehmen. Oder aufgrund politischer Entscheidungen steigen die Preise für Öl, für Gas und für Strom. Die Regierung beschließt, 60 Milliarden Euro an Schulden aufzunehmen, um diese Preissteigerungen zu subventionieren. Wieder die gleiche Frage. Wo kommt das Geld an? Natürlich bei den Energiekonzernen sowie bei den Herstellern von Brennstoffen. Ja, und wer profitiert? Natürlich die Teilhaber eben wieder an diesen Unternehmen. Aber es ist langfristig eben nicht nur die Steigerung von Unternehmenswerten, auch die Rohstoffe und Edelmetalle gewinnen natürlich langfristig an Wert, denn diese werden ja für die Produktion gebraucht. Aber was passiert gleichzeitig mit deinem Geld, mit deinen Ersparnissen? Na, die werden natürlich von den Preissteigerungen langsam, aber sicher aufgefressen. Was man gemeinhin als Inflation bezeichnet, ist nämlich in Wahrheit nichts anderes als eine Sondersteuer, mit denen die Regierung ihre Schulden abbaut. Und falls das alleine nicht ausreicht, dann gibt es natürlich auch noch andere Instrumente, mit denen die Regierung ihre Schulden bezahlt. Beispielsweise hat sie die Möglichkeit, eine Währungsreform durchzuführen. Sie könnte eine neue Vermögensteuer einführen oder sie könnte relativ einfach auf das Immobilienvermögen zugreifen. Die Maßnahmen hierfür wurden bereits längst getroffen.
So, nun hoffe ich, ich konnte dir den Prozess der Vermögensumverteilung anschaulich erklären. Falls du das alles für Unsinn hältst, dann danke ich dir trotzdem für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir alles Gute. Vielleicht denkst du dir aber, Mensch, diese Erklärung erscheint einleuchtend, aber was mache ich aus diesen Informationen? Wie soll ich mich verhalten? Nun, wenn du diese Gedanken gerade hast, dann lade ich dich gerne ein, dir den zweiten Teil dieses Videos anzusehen, in dem ich dir erkläre, wie jeder normale Durchschnittsbürger von dem Mechanismus dieser Umverteilung profitieren kann. Wenn du darauf Lust hast, dann sichere dir einen Termin auf meinem Webinar mit dem Titel Mach es wie die Hochfinanz. Die Teilnahme ist natürlich kostenfrei und sie ist auch unverbindlich. Du lernst eine Strategie kennen, welche sich die 3-Speichen-Regel Reloaded nennt und die bereits seit vielen, vielen Jahren von meinen Mandanten und mir natürlich in der Praxis erfolgreich angewendet wird. Nachweisbar. Der Besuch meines Webinars kann in Bezug auf Geldanlage im positiven Sinne lebensverändert für dich sein. Und ich meine das genauso, wie ich es eben gesagt habe. Du kannst dich völlig entspannt zurücklehnen und wirst Dinge erfahren, von denen du am Ende sagen wirst, weshalb hat mir das noch niemand erklärt? Weshalb wurde mir das in der Schule nie beigebracht? Du wirst nach dem Besuch eine ganz konkrete Anleitung haben, die du entweder komplett selbst oder mit einem Experten an deiner Seite umsetzen kannst. Wenn du also dein Vermögen, deine Ersparnisse vor den großen Gefahren der Gegenwart wie Bankenkrise, Weltwirtschaftskrise, Währungsreform und Hyperinflation retten möchtest, dann sichere dir unbedingt deinen Platz auf meinem Webinar. Und bevor ich es vergesse, als Besucher meines Webinars erhältst du von mir 2 Geschenke im Wert von mehreren 100 Euro. Das solltest du dir auf gar keinen Fall entgehen lassen. Also meine ganz große Empfehlung für dich, mach es einfach wie die Hochfinanz. Ich freue mich sehr darauf, dich vielleicht schon heute willkommen zu heißen. Dein Daniel Sauer.